Uns war sehr wohl bewusst, dass wir uns im Grenzbereich von Frankreich und Spanien befinden, aber auf einmal waren wir unvermittelt in Spanien. Und was wir da erlebt haben, das zeigen wir euch in diesem Video. Wir sind jetzt in Spanien und es sieht hier gar nicht spanisch aus. Es liegt nämlich überall noch Schnee. Man denkt, man ist in der Schweiz. Ja, wir sind jetzt hier im Baskenland und ja, es liegt immer noch ein bisschen Schnee. Ich zeige es euch gerade mal. Trotzdem wunderschön. Gell? Eine super tolle Landschaft hier, wir genießen es und es kann ja nur noch wärmer werden. Nach einigen weiteren Stunden Fahrzeit haben wir dann unser Tagesziel Burgos erreicht. Das Schöne in einer pluralistischen Gesellschaft ist, dass jeder seine Meinung haben darf und sein Ding so machen kann, wie er will. Viele pilgern nach Santiago de Compostela zum heiligen Jakobus, viele zu Fuß, manche mit dem Fahrrad und wir sind, angepasst an die schnelllebige Zeit, mal mit dem Wohnmobil vorgefahren. Wenn euch das interessiert, dann freuen wir uns, wenn ihr dran bleibt. Eine kleine Seitenstraße führt zum Stellplatz unserer Wahl. Der Check-in erfolgte relativ zügig. Danach gab es noch ein paar Erläuterungen, wie man das Tor öffnet. Und vor allen Dingen, wie man in die Stadt zur Kathedrale gelangen kann. Einen wunderschönen guten Morgen aus dem sonnigen, naja, bedeckten, leicht bedeckten, aber sehr windigen Santiago de Compostela. Ja, es ist hier, die Sonne scheint zwar, einmal mehr, einmal weniger, aber es ist ein ganz schöner Wind und der ist sogar noch richtig frisch. Ja, wir hoffen, ihr versteht uns, aber wir haben ja Qualitätsmikrofone, das müsste ja eigentlich gehen. Na, hoffen wir es mal, ja. Wenn nicht, schreiben wir es drunter. Ja, also wie gesagt, wir stehen jetzt hier in Santiago de Compostela und wollen uns jetzt mal diese Pilgerstätte genauer anschauen. Wir stehen hier auf dem Stellplatz. Auf der Höhe kostet 10 Euro die Nacht, ist aber sehr gut geeignet, angeblich 150 Meter zum Bus und dann 15 Minuten rein in die Innenstadt. Und das machen wir jetzt. Ja genau, jetzt fahren wir mal mit öffentlicher
Maske haben wir dabei, im Fall wir die brauchen, wissen es nicht so ganz genau. Aber jetzt senden wir mal. Ja, also jetzt nehmen wir das auf uns und es ist dafür so arschkalt. Arschkalt. Sehr kalt, sehr kalt. Heute drücken wir uns mal vornehm aus. Es ist frisch. Es ist frisch, aber das Thermometer zeigt 9 Grad an. Ja. Es ist nur der Wind. Ja, der Franke sagt, es ist arschkalt. Nicht nur der Franke. Also auf geht's. Ja. So, da ist alles genau beschrieben, wie wir fahren müssen. Jetzt schauen wir doch mal, wir sind ja nicht so erfahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Wir sind ja mehr die Radfahrer, ja? Oder die Radler, wir sind keine Radfahrer, die Radler. Ja, ja? Genau, stimmt. Aber, kleine, feine Unterschied. Ja, aber wir tun jetzt da schnell mit dem Bus reinfahren. Da sieht man übrigens die Entsorgungsstation. Das ist also alles sehr improvisiert gemacht, aber es ist alles ordentlich. Also es gibt sogar Duschen hier, die wir natürlich nicht verwenden. Nee, natürlich. Wir haben ja unseren Gustl, es ist Wasser, ist direkt am Platz. Da können wir also aufhören, so viel wir wollen. Und der Entsorgungsplatz mit WC-Entsorgung, also das sieht alles sehr ordentlich aus. Naja. Doch, also. Es ist ein Stellplatz und kein Campingplatz. Und, ja, es ist okay, es ist sehr okay. Es ist nachts ruhig, bis auf dieses Hundegebell. Hier muss es furchtbar. Irgendwo Hundezwinger geben. Also. Ja, das ist furchtbar, die Hunde. Aber naja, so ist halt. Also wir gehen jetzt, komm, auf geht's, Ossi. Ja. Und das Wichtigste hätte ich fast vergessen, wenn man nach Santiago geht. Was ist das Wichtigste? Für den heiligen Stock. Nein, der Pilgerstab. Wenn man zum heiligen Jakobus geht, braucht man einen Pilgerstab. Ja, anscheinend. Gut, dass er nochmal zurück ist. Ja. Also, jetzt gehen wir zur Haltestelle. Genau, und hoffen, dass der Bus kommt. Dass wir nicht so lange warten müssen. Ah, muss man Maske anziehen in dem Fall. So, jetzt können wir die Bank wieder halten. Maskiert sind wir schon. Ja, also hier haben sie noch alle in der Busse auch Maske an. Gott sei Dank haben wir unsere dabei. Ja. So, jetzt schauen wir noch mal. Da muss man auf jeden Fall Maske tragen, ja. Sie fotografieren mich nicht, machen ein schönes Selfie. Wir blenden es euch ein. Wir reinschauen in die Kamera. Achso, du warst zu spät, du hast wieder Zeit geholt. Ja, ich war zu spät. So, jetzt. So, wir müssen zur Plaza de Galicia. Und da sind wir dann direkt 5 Minuten zur Kathedrale. Hat es geheißen. Mal schauen, ob er uns angeklungen hat. Ah, der lügt nicht. Ach, der weiß es höchstens nicht so genau. Ja. Zur Kathedrale sagen wir dann was, wenn wir dort sind. Ja, klar. Vorher können wir noch nichts. Müssen wir erst mal suchen, die Kathedrale. Genau. Wenn wir da angeblieben, dann dürfen wir uns auskennen. So ist es halt abenteuermäßig. Ah ja, okay. Jetzt stehen wir hier irgendwo und haben keine Ahnung wohin. Ja, und außerdem ist die Demonstration. Ampel rot und alle latschen rüber. Ja, seit Spanien, ja. Also wenn man mit den Leuten nicht reden will, dann muss man schon irgendwie schauen, wie man sich zurechtkommt. Und die Ursi versucht es auf die individuelle Methode. Das heißt individuelle Google Maps. Hier wollen wir hin. Ja, dann probieren wir es mal. Ja. Wir reden mit niemandem da. Da wir der spanischen Sprache nicht mächtig sind, bleibt uns gar nichts anderes über. Der Weg zur Kathedrale ist sehr undurchsichtig. Muss man erst mal finden. Gott sei Dank habe ich die Ursi. Oh, heute ist er ja charmant, gell? Mit seinen Lobreden. Mal schauen, ob es klappt. Ah, dahinter scheint was zu sein. Ja, obwohl. Wir sehen was, kathedralenmäßig. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Ja, Google Maps sagt.
Ja, wo kommst denn du her? Aus dem Hinterhof. Also alles ziemlich komisch da, du. Auf der anderen Straße, da sind die Leute und Mass. Und jetzt hier ist kein einziger Mensch. Ja, hier hat es auch Museen und solche Sachen. Der Pilgrim hat nur zu, können wir nichts kaufen. Nee, anscheinend ist noch keine Saison für Pilger. Aber ein Andenken kommt natürlich in unser Gustl. Wenn wir eins finden. Wenn wir eins finden, natürlich. Sonst nicht. Wenn wir nichts finden, kommt nichts mit. Jawohl. Und auf einmal stehen wir vor der Kathedrale. Am Hintereingang, wie es aussieht. So wie es aussieht, am Hintereingang. Müssen wir halt mal durch, wenn sie uns in die Kirche reinschauen. So schaut es da aus. So, also wir haben es geschafft. Die Pilgerreise hat ein Ende. Ja, obwohl wir ja nicht gerade sehr viel gepilgert sind. Doch, auf den Reifen. Wir sind ganz schön sogar durch Frankreich durchgepilgert. Und gestern von Burgos hierher gepilgert. Manche brauchen 10 Tage dafür. Wir haben es in einem Tag geschafft. Also. Nicht wie Gustele hat es geschafft. Übrigens ist die Kathedrale Santiago de Compostela, das wisst ihr ja, habt ihr wahrscheinlich alle schon mitbekommen. Ja. Und da sind die Gebeine vom heiligen Jakobus aufbewahrt. Der heilige Jakobus ist der Schutzheilige, der Schutzpatron von allen, die unterwegs sind, also auch von den Pilgern. Mhm. Aber ich glaube auch von Seefahrt und alles Mögliche, der steht für Fortbewegung. Deswegen wird er auch immer mit einem Pilgerstab dargestellt. Ja. Also immer, wenn ihr einen Heiligen mit Pilgerstab seht, dann ist es der heilige Jakobus. Und es gibt eine Ausnahme, und die kann ich als Stadtführer von Konstanz sagen. Im Konstanzer Münster ist ein heiliger Jakobus ausgestellt mit 8 Pilgerstäben und etlichen Pilgerbeuteln. Das ist eine Sensation. Gibt es, soweit ich weiß, nur einmalig auf der Welt. Und warum der so dargestellt wird, das weiß man nicht. Und die Gebeine vom heiligen Jakobus, die sind hier eingelagert als Altargebeine. Eingelagert, hört sich gut an. Und der Kopf liegt wohl angeblich in Jerusalem. Okay. Aber so genau weiß man das eh nicht, weil die Heiligen sind mittlerweile alle schon ausgetauscht worden aus den Gebeinen vom Fundus in Rom. Ja? Denn was da behauptet wird und was dann da tatsächlich drin liegt, das kann eh niemand beweisen. Aber wir glauben es einfach einmal. Ja, auf jeden Fall gehen wir jetzt in die Kathedrale rein. Ich gehe davon aus, man kommt rein. Und dann schauen wir mal, ob man das Grab vom Jakobus findet. Die Gebeine. Oder die Gebeine. Der Kopf liegt ja in Jerusalem, angeblich. Ja. Also wir schauen uns jetzt auf jeden Fall mal die Kirche von innen an. Genau. Und ihr dürft mit. Ohne Eintritt. Und der Weihrauch wird wahrscheinlich nicht geschwenkt. Das hat mir der Herr vom Platz gesagt. Der Weihrauch wird immer nur geschwenkt, wenn ein paar 100 Euro Spende zusammengekommen sind. Und das wird in der Regel nur dann erreicht, wenn ein Haufen Pilger da sind. Ja, also, und jetzt, wie ihr ja seht, der Platz ist fast leer. Aha. Also so viele Pilger sind nicht da. Also wir spenden keine 300, 400 Euro. Nee. Die gehen wir für was anderes aus. Aber jetzt gehen wir rein, komm. Ja klar, also tschüss dann. Ah nee, ihr kommt ja mit. Tschüss. Ja, ihr kommt ja mit. Ich bin schon ganz verwirrt. Da in der Mitte, ich weiß nicht, ob man sieht, da hängt das Weihrauchfass. Und das wird dann immer geschwenkt. Aber heute nicht.
zwar, da sind wir offensichtlich jetzt beim heiligen Jakob. Ja, Jakobus, wie er hier heißt. Aha. Und was ich noch nicht gesagt habe, warum die Muschel für das, dafür steht, das ist aber ein ganz banalen Grund, weil hier am Atlantik gibt es ja diese Muscheln, die heute Jakobsmuscheln heißen. Und früher haben die Pilger so eine Muschel mitgebracht als Zeichen, dass sie hierher gepilgert sind. Und das hat sich eingebürgert und deswegen gibt es die Wandermuschel. Gibt es zwar nur einen Haufen Gerüchte, warum es das so ist, aber das ist das Naheliegendste. Und ich sage, so war es auch. Denn die banalsten Gründe sind oft die richtigen. Die Ursi gibt mir auch recht. Ja, also das kann ich schon glauben. Habe ich ja eh schon gesagt. Gell? Vielleicht ist die Muschel, weil eine Muschel wandert ja auch. Genau, Wandermuschel. Also, Wandermuschel. Jakob, Pilger. Also so hat und das Kreuz auf der Muschel, das sehen wir hier auch. Das zeigen wir euch gleich. So, hier nochmal das Grab. Da gehen wir schon wieder raus. Inklusive Kopf anhauen, ist da alles, wird dann alles geboten. So. Die Ursi kommt da raus. Man kann in so eine Gruft schon mal reinschauen, ja. Aber es ist immer besser, man kommt wieder raus, als dass man drin bleibt. Naja, hat ja auch noch keine Ambitionen, da unten bleiben zu wollen. Ja. Haben wir ein paar Jahre Zeit. So, jetzt haben wir hier nochmal so eine Gruft stehen, so ein Schrein. Das wissen wir natürlich nicht, wer das ist. Vielleicht ist das der Jakobus, aber das glaube ich nicht. Das war ja schon der in der Gruft, oder? Der stand ja auch dran. Also die Ursi sagt, das war der in der Gruft. Aber wer ist das, Ursi? Wir wissen es nicht. Vielleicht wisst ihr es, dann könnt ihr es uns sagen. Das würde uns jetzt nämlich interessieren, wer das ist, wer hier liegt. Vielleicht irgendein Papst? Der Papst weniger, Bischof? Mich nicht. Pfarrer? Keine Ahnung. So, die liegen zwar nicht begraben hier, aber ein Symbol von ihnen ist da. Wahrscheinlich haben sie hier die Kathedrale besucht. Links der Benedikt der 16. und rechts der Johannes Paul II. Wer liegt da drin? Jesus? Nee. Ah ja, doch, Jesus. Man sieht es an den, siehst du seine Male? Ja, man sieht es an der Hand. Also das ist der Kreuzgang. In Kurzform, lauter Kreuze, Maria Verkündung bis zum Ölberg und dann bis zum Grab. Die Ursi hat es rausgefunden. Mhm, war gut. Jetzt eigentlich nicht ganz so schwer. Gut katholisch. So, und da ist der Weihrauch, der geschwenkt wird. Da haben wir das Heil. Und da hängt sie, die Kugel. Heute nicht, zu wenig Spenden. Ja, sind ja auch fast keine Pilger da. Ja, und also, ja, die. Erstaunlich, ich habe jetzt hier in der Kathedrale noch keinen einzigen gesehen. Aber auf der Herfahrt sind uns schon welche begegnet. Ja, da haben wir ein paar gesehen, ja. Allerdings nicht viele. Aber ein paar. Ja. Und hier drin bis jetzt noch kein einziger. Nee. So, und Andenken-Shops gibt es natürlich jede Menge, ist klar. Wir hätten uns auch mehr kaufen, wenn wir jetzt gewandert wären. Aber was es natürlich auch gibt für alle, das dabei, also auch eine Powerbank in Muschelform. Schön, Ursi, oder? Mhm, wer es braucht. Ursi braucht nichts Elektronisches. Nee. Ursi, ganz einsam. Nichts da, niemand da. Die Pilger bevorzugen wahrscheinlich auch etwas wärmeres Wetter. Alles leer.
Es ist verdammt spannend. Das Spannendste ist, wie kriegen wir den Bus für die Heimfahrt? Ja. Wir können es uns ja einfach machen und ein Taxi nehmen, aber... Nö. Immerhin haben wir schon mal eine Bushaltestelle gefunden, wo der Bus abfahren soll. Jetzt ja, genau. Frage mal den Busfahrer. Und schauen wir mal, wo der Bus dann hinfährt. Genau. Also die meisten Leute tragen diszipliniert ihre Maske, aber einige auch nicht, oder? Weißt du, ich habe gerade geschaut. Also wie wir es geschafft haben, das wissen wir nicht. Aber wir stehen jetzt einmal da. Aber wir haben es geschafft. Und wenn ihr jetzt die Ossi auch irgendwann noch mal mit Stock rumlaufen seht, dann ist es nicht deswegen, weil es ihr so schlecht geht, sondern weil mir dann, wenn ich wieder in den Bus einsteige, sofort ein Platz angeboten wird. Ja. Obwohl ich gar nicht leiden schauen konnte, ja? Nee, denn ja, ich habe ja Maske aufgehabt und trotzdem haben die mir so einen Platz angeboten. Na, also das sehe ich mal. Ja, ich halt doch schon älterer Herr bist. Ja, also irgendwie bin ich doch alt worden, ja. Aber jetzt gehen wir rüber und dann... Schauen wir doch mal, ob wir jetzt wirklich zu unserem Gustl finden oder ob wir zu früh ausgestiegen sind. Nee, das ist schon richtig. Die Ossi gibt mir recht jetzt, mhm. Okay. Gott sei Dank. Also, sieht gut aus. Also schön, hat die Ossi ja gesagt, ist es nicht. Nee, ich habe jetzt immer gerungen, welche Worte ich da wählen soll. Dann sagen wir einfach, das ist zweckmäßig. Ja, genau. Das trifft nämlich zu. Ja. Ja? Also zum Entsorgen alles Paletti. Ja, und auch zum Übernachten, wenn man hier die Stadt anschauen will. Was heißt die Stadt? Die Kathedrale halt, dieses heilige Viertel. Ja, und ansonsten da vorne sieht man die Türme der Kathedrale noch. Oh, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Erkennen kann man es nicht, aber wir sehen es. Wir sagen euch, dass es so ist. Ihr glaubt das ja immer, ja. Und man kann sagen, der Wanderweg ist lang und anstrengend. Welcher Wanderweg? Der Pilgerweg, der Jakobsweg. Die Kathedrale ist schön und imposant. Und die Stadt ist nichts Besonderes. Also ich hoffe, jetzt hört niemand zu, der aus Santiago de Compostela kommt. Seid uns nicht böse, aber ganz ehrlich, besonders schön ist die Stadt nicht. Ja, ist hauptsächlich das Pilgerzentrum. Und da gibt es natürlich viele Museen und Souvenirshop. Und Souvenirshop, ja. Und die Leute sind freundlich, das muss man sagen. Auf jeden Fall. Und wir haben das mit dem Bus auch hinbekommen. Jawohl. Wir sind schon Helden, oder? Ja, ihr könnt uns gerne auch mal loben in den Kommentaren. Ja, genau. Nicht immer schimpfen. Ihr könnt uns auch mal loben. Ja. Ja. Wir haben es geschafft, mit dem Bus hin und zurück zu kommen. Hey, Wahnsinn. Ja, enorm. So, und jetzt gehen wir in die Gusto und machen uns einen leckeren Tee. Jawohl. Und wir haben beim Bäcker Schokohörnchen gekauft. Die werden wir jetzt auch noch essen. Genau. Wir sind zwar nicht gewandert, aber wir haben es gesehen. Und wir waren ja da in der Kathedrale. Und jetzt hängen wir das natürlich hier ein bisschen hin. So, das schieben wir allerdings auf die Seite. Schön, oder? Ja, das war unser Ausflug nach Santiago de Compostela. Ja. Jetzt gibt es noch Schokohörnchen und Tee. Ja, genau. Und bis der Tee durchzogen ist, der braucht ja jetzt ein paar Minuten, können wir euch ein wenig was zu Spanien sagen. Also das war ja jetzt nur eine ganz schnelle Durchfahrt, weil Spanien müssen wir halt einfach durch, um nach Portugal zu kommen. Und da das Santiago einfach auf dem Weg lag und wir das uns eigentlich sowieso schon länger anschauen wollten, haben wir jetzt einfach hier einen Stopp eingelegt. Somit erledigt. Ja, können wir also abhaken auf unserer Liste, was wir uns gerne mal anschauen möchten. Ja, was gibt es zu sagen? Spanien, was wir durchgefahren sind, wunderbar, ohne Maut. Also wir fahren ja, wie ihr ja wisst, meistens ohne Maut. Frankreich war es. Wir sind durchgepilgert. Naja, ja, ja. Mit dem Wohnmobil. Ja, also es ging sehr gut. Gell? Ohne Maut durch Spanien kommt man ohne Probleme durch Maut. Die Straßen waren fast leer. Kann an der Jahreszeit liegen. Ich glaube, im Sommer ist hier ein bisschen mehr los. Auf jeden Fall ging alles wunderbar gut. Ja. Oder? Und
Ich weiß nicht, willst du noch was sagen? Ach so, ja, die Busfahrt, die ist nicht teuer. Die hat jetzt pro Person hin und zurück 2 Euro pro Person. Also wir haben 4 Euro bezahlt. Und das war, wir sind fast 20 Minuten mit dem Bus, glaube ich, gefahren, gell? Also ein Weg, ja. Also da kann man wirklich nichts sagen. Und ja, sich immer wieder im Ausland mit Öffentlichen zu fahren, das hat schon was. Ja. Da muss man sich halt einfach durchkämpfen. Aber es klappt immer irgendwie. Also, wenn ihr die Kathedrale mal sehen wollt, müsst ihr herkommen. Wenn es euch langt, was wir euch gezeigt haben, braucht ihr nicht herkommen. Ja, genau. Im Sommer ist es sicherlich schöner, als es im Januar ist. Ja, jetzt ist natürlich auch vieles zu. Sogar die Souvenirshops haben zu. Und Pilger haben wir nicht viele gesehen. Also in der Stadt nicht. Auf dem Weg hierher so ein paar vereinzelte. Also. Und zum Wetter ist zu sagen, dass das hier allgemein, wenn ihr euch die Wetterkarte immer von Europa anschaut, also auch im Fernsehen, dann seht ihr, dass hier so La Coruña und dann auch durchs Baskenland immer so die Wolken für Mitteldeutschland, Mitteleuropa reinziehen. Ja, also wir gehen davon aus, dass wenn wir jetzt wegen südlich kommen, dass es besser wird. Aber wir können euch schon klar eins verraten, wir bleiben auf Pilgerspuren. Ehrlich? Ach so, ja, ja, wir haben vor noch... Nach Boracay zu fahren. Ja, mir verraten wir nicht. Nein, genau. Diesmal wollte ich jetzt ausplappern. Also, nee, also, genau. Jetzt sagen wir nichts mehr, sondern wir sagen jetzt einfach nur noch Tschüss, oder? Ja, also das war's aus Spanien. Und ja, wir fahren jetzt weiter Richtung Süden und melden uns dann wieder. Ja, aber aus Portugal vermutlich. Genau, also macht's gut. Bis demnächst. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Das Übliche halt, gell? Ja. Alles klar. Also macht's gut. Bis Ciao. Dann. Tschüss. So, ich glaube, jetzt hat er durchgezogen. Ja. Dann kann man ja schon mal. Oh ja, sieht gut aus. Und? Passt wie die Französischen. Ja, wir sind viel größer. So, Tee ist noch sehr heiß. Aufpassen. Mhm. Okay.